Im südlichen Ätschtal des Trentinos liegt Rovereto, die zweitgrößte Stadt nach Trient. Vom historischen Zentrum aus kommt man über eine Anhöhe zum Museum der Geschichte des Krieges. Das Museum kümmert sich um die Sammlung und die Instandhaltung von Dokumenten des Ersten Weltkrieges. Angesichts des bevorstehenden Jubiläums 100 Jahre Erster Weltkrieg 2014 lädt Museumsdirektor Camillo Zadra die Bürger und Bürgerinnen der Europaregion zu einem Museumsbesuch in Rovereto ein. Benvenuti nel Castello di Rovereto. Herzlich willkommen in der Festung von Rovereto. Diese mittelalterliche Festung wurde ca. 1300 erbaut und erlangte seine heutige Form in der Zeit der Vorherrschaft der Venezianer. Rovereto hat 35.000 Einwohner. Dieses Gebäude ist das älteste der gesamten Stadt. Schon immer wurde hier die Kultur hoch angesehen. Dieses Gebiet ist seit eh und je geprägt durch intensive wirtschaftliche Geschäftigkeit. Daher ist Rovereto heute auch die zweitberühmteste Stadt des Trentino. Bis 1918 wird die Festung Sitz von zwei Kompanien des 3. Regiments der Kaiserjäger. Während des Ersten Weltkrieges wird der Komplex durch die Bombardierung der italienischen Artillerie schwer beschädigt. Nach Restaurierungsarbeiten in den 20er Jahren wurde hier das Museum gegründet. 1921 wurde es eröffnet. Mit dauerhaften und immer wieder neuen wechselnden Ausstellungen will das Museum die Erinnerung an den großen Krieg wachhalten. Aufklärung gibt es aber auch über die kolonial- und modernen Konflikte. Die Sonderausstellung über den Monte Vesuvio erzählt vom Ersten Weltkrieg auf 2000 Höhenmetern. Auf dem Monte Vesuvio, unweit von Rovereto, standen sich italienische und österreichisch-ungarische Truppen in einem harten Stellungskrieg gegenüber. An Felsen geklammert oder in Schützengraben gekauert, mussten die Soldaten hier schier endlos ausharren. Tausende fielen nicht nur den Waffen des Feindes, sondern auch der Kälte und den Krankheiten zum Opfer. Es wurden unterirdische Gänge unter den Stellungen des Feindes gegraben und Sprengstoff positioniert. Minenexplosionen mit unvorstellbarer Durchschlagskraft lösten riesige Felsbrocken von den Steilwänden und verformten die jahrhundertelang gewachsene Form der Berggipfel. Das Museum behandelt jedoch nicht nur die lokalen Ereignisse des Ersten Weltkrieges, sondern dokumentiert auch vieles rund um das Thema Krieg schlechthin. So findet man verschiedenste Waffen, Uniformen, Ausrüstungen und Dokumente aus unterschiedlichen Epochen. Ein Besuch wert ist die Sammlung der Hefte, Karikaturen, Plakate und anderer Propagandamaterialien. Sie vermitteln eine Idee davon, wie der Krieg mit allen Mitteln gekämpft wurde, auch ideologischer und psychologischer Natur. Von Mai bis November kann man die Ausstellung der Artillerie des Ersten Weltkrieges besuchen. Die Ausstellung befindet sich in einem Luftschutzbunker, der während des Zweiten Weltkrieges in den Fels am Fuße der Festung gegraben wurde. Hier sind nicht nur italienische und österreichisch-ungarische Bomben, Granatwerfer und Kanonen ausgestellt, sondern auch deutsches und englisches Kriegsgerät aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Es handelt sich um eine der ausführlichsten Ausstellungen zu diesem Thema in der ganzen Europaregion. Wer nach Rovereto kommt und dem Museum der Geschichte des Krieges einen Besuch abstattet, sollte sich die Campana dei Caduti, die Glocke der Gefallenen, nicht entgehen lassen. Die Glocke schlägt einmal am Tag, so der Wille ihres Erdenkers, Antonio Rossaro, ein Priester aus Rovereto. 1924 wurde sie zu diesem Zweck aus der Bronze der Kanonen derer Nationen gegossen, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatten. Gegen Abend soll ihr Klang an die Opfer aller Krieger erinnern und diese ehren, ein Zeichen des Friedens und der Verbrüderung aller Völker dieser Erde.
Eine Verbrüderung, die auf lokaler Ebene bereits ihren Ausdruck in der gemeinsamen Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino gefunden hat. Bene, vi ringrazio per questa visita, che è stata molto gradita. Ich bedanke mich für euren Besuch. Es war schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, dass ihr viele interessante Dinge entdecken konntet. In diesem vergangenen Jahrhundert haben wir einen Teil der Geschichte gemein, dramatisch, aber von großer Bedeutung. Sich gemeinsam daran zu erinnern, hilft uns, an die Zukunft und an das Zusammenleben in einer anderen Art und Weise zu denken, als dies vor 100 Jahren der Fall war. Bis bald und auf Wiedersehen. A presto a voi.